Perfekt. Jo, hier habe ich den Waldläufer. Und wenn man den solche Schuhe in der Hand hat, wo man sagen muss, so als selbstgelernter Schuhmacher, nicht selbstgelernter, das ist ja ein doofes Wort, nein, wenn man den Beruf des Schuhmachers gelernt hat und weiß, wovon man redet und so einen Schuh in der Hand hat, wo man dann sehen kann, Mensch, der ist toll gearbeitet, das ist ein schöner Schuh, da ist ein gelungenes Design dahinter, mit Können, ne? Und auch mit handwerklichen Können, um diesen Schuh herzustellen, dann macht mich das doch schon ein bisschen stolz, dass ich sowas gelernt habe und so etwas kann und auch etwas darüber erzählen darf. Und diese Modelle Waldläufer, das sind alles eine K-Weite, eine H-Weite und was haben wir hier? Nochmal eine H-Weite. Das sind alle Schuhe, wo man mal ein bisschen Fuß hineinbekommt. Das ist ja, unser Klientel ist ja das, wo man den Fuß bequem unterbringen muss. Und wenn man sich diesen Schuh anguckt, dann sieht man nicht, dass es eine Weite K ist. Weite K ist, da ist schon richtig breiter Fuß da. So, ich mache mal wieder diesen berühmten Fausttest. Meine Faust. Ne? Und das ist ein Schuhgröße 6, das ist 39 in etwa. Und jetzt gehe ich hier mal mit meiner, ich bin jetzt, da ist meine Hand zu Ende. So, ne? So mit meiner Hand gehe ich da rein. So viel Fuß passt in diesen Schuh. Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, das ist toll untergebracht, das ist toll designt. Finde ich prima. Ein schön gemachter Schuh. Und sieht vom Design her, sieht er schnittig und gefällig aus, sportlich und ja, kann man anbieten. Ähnlich sind diese Schuhe hier, das ist ja nun schon eigentlich haben das sehr viele Hersteller in dieser Form, aber eben bei Waldläufer, da ist so ein bisschen mehr, so ein bisschen bessere Passung drin. Eine Weite H, das heißt also auch hier geht noch ein sehr, 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 sehr großer Fuß hinein, sehr, sehr voluminöser Fuß, der hier sehr viel Platz braucht. Und die haben alle eine schöne Fersenhaltpassform. Ne? Also das ist nicht nur, dass er vorne passt, sondern er passt auch hinten und das zusammen, sodass der Fuß nicht so eine Pumpe macht und rauf und runter rutscht. Nee, das geht bei diesem nicht. Hier ist ein Klettverschluss, der ist sehr gut zu bedienen, vor allen Dingen, wenn man das ein bisschen mit der Hüfte hat. Hier ist bei der K-Weite das noch mit einem Senkel und noch eine Sache, falls ihr jetzt eine K-Weite braucht, aber trotzdem was mit der Hüfte habt und gerne diesen als Slipper hättet, man kann ja was, wir können ja was, es gibt Gummisenkel. Das heißt, die Senkel hier, das ist normaler, Gummisenkel heißt, dass die sich dehnen und dass man die einmal einzieht, zuschnürt, die Lasche seitlich annäht und dann kann man diesen Schuh ganz normal wie einen Slipper anziehen, er sieht aber aus wie ein Schnürer. So kann man also aus den ganzen Schnürern Slipper machen, ohne großen Aufwand. Kostet ein paar Euro extra, weil dieser Gummisenkel ist nicht billig, aber es hat einen extra Nutzen. Die Gummisenkel haben wir in verschiedenen Farben. In der Hauptsache haben wir die in hell und in braun und in schwarz. Diese Sorten haben wir da. Und wenn dann mal eine weitere Farbe dazu kommt, die sehr viel wo man sehr viel Schuhe von hat und wo das sehr viel nachgefragt wird, dann lege ich mir die auch gerne hin. Aber so eine Rolle Senkel, die kostet schon eine Menge Geld. Ne? Und die muss man erstmal verkaufen, dass man das wieder reinbekommt. Ja, das sind die Formen der Firma Waldläufer. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das sind tolle Schuhe, toll gemacht. Hey, das ist richtig. Guck mal hier. Seht ihr diesen kleinen Zippel, der hier so reingesetzt ist? Und das ist dann hier mit der groben Naht, das ist eine Handnaht, ne, ist die vernäht, die muss innen drinne auch, yep, die ist innen drinne verknotet, nicht bloß abgeschnitten, also das ist richtig schön gemacht. Das hat was. Da ist eine Designleistung drinne, da steckt was. Ne? Ich mag diese Schuhe und ihr könnt sie bei mir im Laden besichtigen, anziehen, ausprobieren und wenn es euch wirklich gefällt, dann könnt ihr sie auch kaufen. Danke für eure Aufmerksamkeit.